Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes Benzin im Blut. Österreichs bester Nachwuchs der Kfz-Branche. Bei den Staatsmeisterschaften der Kraftfahrzeugtechniker 2015 haben Sie geschraubt und getüftelt, was das Zeug hält und damit Ihr technisches und praktisches Know-how eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Besonders stolz, wenn man heute sieht, dass die Besten von Österreich da sind und ohne Nachwuchs gibt es keine Zukunft. Nur alle jene Lehrlinge, die sich wirklich hineinknien, die wirklich fest an sich selber arbeiten können, also auch im Alltagsleben als Kfz-Techniker auch bestehen. Ja, die Kfz-Branche in der Steiermark und der gesamte Automobilbereich hat einen sehr wesentlichen Faktor. Und besonders stolz sind wir auch darauf, dass es in diesem Bereich an die 1000 Lehrlinge gibt. Die Wichtigkeit des Nachwuchses und der Fachkräfte kann man gar nicht hoch genug ansetzen. Das ist das einzige Asset, das wir in der Steiermark haben. Und deshalb glaube ich, ist so eine Veranstaltung wie heute, wo sich die Besten Österreichs und der Steiermark messen, wer der Bundessieger wird, wer der Staatsmeister wird im Kfz-Bereich, ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist unser Rohstoff, wenn man das so sagen darf, das ist unsere Chance für die Zukunft. Für die insgesamt 18 Teilnehmer aus allen 9 Bundesländern sind so einige Aufgaben am Programm gestanden. Für die ehrgeizigen Jungprofis kein Problem. Wir haben in der Schule Vorbereitungen gehabt. Ich habe in der Firma viel Vorbereitung gemacht, habe viel selber gelernt noch dafür. Also besser kann man es eh nicht machen. Wir haben in der Firma eine Vorbereitung gehabt, eine interne. Da haben wir uns einen Monat lang circa theoretisch und praktisch darauf vorbereiten können. Er muss in einer gewissen Zeit gewisse Arbeiten erledigen. Wie schneller er die Arbeiten erledigt und wie besser, umso mehr Punkte bekommt er. Es wird jetzt 2 Sieger geben, einen beim Go-Kart-Fahren am Schwarzelteich und einen jetzt bei der Staatsmeisterschaft. Und muss sagen, ich glaube auch die Teilnehmer, denen hat es sehr gefallen und es war wirklich, waren 2 tolle Tage. Meine Kampfansage ist, alle auf dem Boden bleiben, aber trotzdem auch ein gescheites Wissen herzuhauen und auch bringen. Ja, verlieren geht nicht, wir geben halt mal Bestes. Man sieht, mit welchem Eifer, mit welchem Einsatz, mit welchem Engagement die arbeiten. Das ist sensationell. Jeder bemüht sich, Punkte zu machen und vorne zu sein. Ich bin top motiviert hergekommen, habe meine Leistung voll abrufen können und bin voll und ganz zufrieden. Ja, es ist eigentlich nicht so schlecht gewesen, es hat schon passt. Mein Bauchgefühl sagt, es ist an gewissen Stationen, da ist wieder ein anderer besser und wieder schlechter. Und bei den Abteilungen, das was mir einfach besser gefällt, und da ist auch ein Schuh wieder gut gegangen. Gerade jetzt zum Beispiel bei den World Skills, aber auch bei den Euro Skills sehen wir, dass unsere Fachkräfte in den verschiedensten Ebenen wirklich gut abschneiden, teilweise Weltmeister, Europameister werden, aber immer unter den Besten sind. Also da muss man wirklich gratulieren den Unternehmern, die ausbilden, den Berufsschulen, aber auch den jungen Leuten, wie sie sich einsetzen. Er muss immer nachgehen, er muss schauen, wo, in welche Richtung läuft die Technik, was gibt es Neues, dort muss er sich hineinbewegen. Bis zur letzten Minute haben die angehenden Kfz-Profis dann noch so richtig Gas gegeben. Und wer sich das Gold letztendlich verdient hat, hat man bei der anschließenden Siegerehrung bekannt gegeben. Ich tue es seit klein auf und tue es gern mit Leidenschaft. Es ist gut gelaufen heute und es ist schön, ja. Aber was Geheimnis ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich hätte es nicht erwartet, daher, dass das so schwer war und auch schwarz und sagen war, wie man steht. Ja, und ich freue mich direkt über den 3. Platz. Auch wenn es nicht der 3. ist, in Anführungszeichen. Dank diesen jungen Talenten geht's für die Kfz-Branche Österreichs bestimmt auch weiterhin mit Vollgas zum Erfolg.